Tö, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Binding of Isaac Afterbirth. Dieses Mal mit einem ersten Run mit Eve. Die startet mit Dead Bird. Das heißt, wenn man ein Leben verliert, dann kommt dieser Rabe und zerstört die Gegner. Dann noch A War of Babylon, genau. Das macht, wenn man ein halbes Herz hat in diesem Raum, dann mehr Damage und ist auf jeden Fall recht nützlich. Außerdem hat sie nur zwei Herzen und relativ wenig Damage. Das könnte nerven, aber wir geben trotzdem unser Bestes. Das haben wir jetzt extrem Glück gehabt, dass das TNT so perfekt explodiert ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt einmal weiter. Ich entschuldige mich übrigens, dass gestern keine Folge kam. Habe nicht wirklich Zeit dafür gehabt und ja, kann ich nichts dagegen machen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf diesen Run. Und wir haben ein halbes Herz verloren und noch eins. Und jetzt haben wir schon dieses Buch ausgelöst. Naja, es war jetzt ziemlich doof, dass wir dort ein halbes Herz verloren haben, aber diese Musik im Hintergrund, die heiter Hintergrund, genau Finn, richtig perfekt, im Hintergrund meine ich natürlich, die heitert uns natürlich auf. Was mich auch gerade wundert, hat Eve am Anfang kein, wie heißt es, keine Bombe? Oder habe ich die schon eingesetzt? Ich bin verwirrt, ich weiß nicht, ob ihr es auch seid. Vielleicht wisst ihr den Grund, dann schreibt es ihn mal in die Kommentare. Wir machen dann gleich einmal weiter. Hier sind diese Eintagsfliegen, nenne ich sie. Ich weiß nicht, was es ist, aber ja, sind auch keine große Gefahr für uns. Wir machen auf jeden Fall mal weiter. Wir müssen noch den, genau diesen Raum dort links, den Itemraum aussuchen. Da ist er auch. Was bringt uns denn das? Toxic Blood. Ich weiß es nicht, was das jetzt macht. Vielleicht sehen wir es während dem Kampf, wäre auf jeden Fall nützlich. Und dann machen wir uns gleich mal auf dem Weg zum Boss. Schauen wir uns ganz da der Ragman. Der ist ziemlich fies, meiner Meinung nach. Weil er hat, ja, wie heißt das? Er hat, oh, und wir machen eine Blutspur, die macht anscheinend Damage. Das ist gut. Der hat Schießdrehen, die können uns ganz leicht treffen, also so eine Art Zielanvisierung. So, das ist echt fies. Und oh, das haben wir jetzt schon wieder unnötige Leben verloren. So. Und diese aus seinem Kopf, den er wirft, werden immer Spinnen. Und diese Spinnen, ja, Spinnen liebe ich nicht besonders. So. Jetzt haben wir wenigstens eine Spinne weniger. Und jetzt können wir ihn nochmal gut angreifen. Die Spinne ist gleich tot und ja. You feel cozy, ich weiß nicht. Lazarus haben wir angelockt. Auch nicht schlecht. Den können wir dann auch in der nächsten Folge dann gleich mal ausprobieren. Wird auf jeden Fall super. Also wir schalten jetzt relativ viele Charaktere frei. Ja, läuft bei uns. Aber jetzt sind wir endlich in der zweiten Ebene. Und schauen wir mal, was uns dazu erwartet. Diese Fliegen sind auch nicht nett, muss ich schon zugeben. Unser Vogel attackiert den Gegner. Und ja, was ist denn das? Ein Kleeblatt oder so? Unbreakable. Bringt uns das irgendwas? Können wir jetzt etwas zerstören oder so? Ich weiß es nicht. Werden wir vielleicht dann später mal sehen, hoffentlich. So, das ist, weil es ist jetzt etwas eng. Oh, ich sehe schon. Ich glaube, dass ich in dem Raum ein Leben verlieren werde. Wobei, es ging bis jetzt noch. Das ist auch noch eine Fliege. Und perfekt, jetzt gibt es immer weniger Fliegen. Da drüben ist noch eine Spinne. Die können wir auch noch erwischen, wenn es gut läuft. Wobei, zuerst mache ich das Feuer kaputt. So, Fliege, komm raus. Nicht Fliege, das sind ja Spinnen, Finn. Oh, eine Münze, das war... Das Geschenk nehme ich natürlich an. Das ist noch eine Spinne. Die haben wir jetzt auch einmal erwischt. Auch nicht schlecht. Und ab in den nächsten Raum. So. Du explodierst dann, wenn ich dich töte. Ja, er ist explodiert. A lucky rock has appeared in the basement. Das sind doch diese Rocks, die etwas zerstören können, glaube ich. So, machen wir einmal weiter. Also bis jetzt ist der Run noch nicht allzu schlecht. Aber ja, also diese ganzen Herzen, die sind nützlich. Aber sonst... Ich weiß es noch nicht. Werden wir schauen, wie es sich jetzt dann noch weiterentwickelt. Oh Gott, so viele Spinnen.
Das dürfte etwas spannend werden. Also, das wenig Damage ist schon nervend. Aber dieses Items, die einem helfen, wenn man Leben verliert, die sind nützlich. Also es wechselt die ganze Zeit. Wir waren schon in dem Itemraum, das habe ich ganz vergessen. Trotzdem schauen wir uns noch diesen Raum an. Da gibt es aber nichts. Da machen wir uns gleich auf den Weg zum Boss. Fistula? Lol, gegen den habe ich noch nie gekämpft. Da bin ich jetzt einmal ganz gespannt, was der macht. So, bis jetzt schaut er noch leicht aus, aber ich glaube, wenn wir das Ding zerstören, dann kommt etwas hinaus. Was habe ich gesagt? Müssen wir jetzt aufpassen? Ich schätze, dass das so weitergeht, wenn wir eins besiegen, dass dann noch mehr rauskommt. Genauso. Jetzt wird es, glaube ich, dann etwas schwieriger. Wir müssen einfach aufpassen. Jetzt sind hier schon ziemlich viele. Und auch noch Maden. Boah, das ist jetzt so viele Gegner. Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Dann dürfte vielleicht nichts passieren. Man muss so aufpassen, es sind so viele Gegner in einem Raum. Das ist echt gefährlich. Aber die Raupen sind schon mal tot. Dann gibt es auch noch einen. Die dürften wir jetzt auch noch schaffen. Also, wir haben ja einen guten Herzvorrat. Mist, warum habe ich jetzt ein Leben verloren? Das war jetzt doof. Aber wir machen mal weiter. Damage ist gut. Was bringt sich der? Ich hoffe, das ist so einer, der Damage macht. Spectral Body. Ja, der schießt. Das ist auf jeden Fall recht nützlich. Ich glaube, das war es wert. Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir schon in der dritten Ebene. Relativ gut für mich. Aber schauen wir einmal in den Raum. Eine Silbertruhe. Eine Goldtruhe, meine ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht schauen wir dann später mal hinein. Aber man muss bei solchen immer bedenken, dass ich Leben verlieren kann. Und dass es dann am Schluss gefährlich werden kann. Hier sind noch ein paar Maden. Da müssen wir uns etwas schneller bewegen, weil sonst sterben wir. Ich weiß es nicht. Habe ich es schon erwähnt? Ich glaube noch nicht. Afterbirth. Und er heißt auch nicht Isaac. Ich meine natürlich, PewDiePie hat... Oh, jetzt haben wir schon ziemlich wenig Leben. Das ist jetzt nicht gut. PewDiePie hat The Binding of Isaac gespielt. Fand ich cool. Weil es ist ein Spiel, das es echt verdient hat, dass es verdient hätte, bekannter zu sein. Und diese Würmer sind die nervendsten Würmer, die es gibt. Und mit so wenig Damage ist es extrem nervend. So, komm. Euch bekomme ich auch noch. Aber nicht, wenn ihr genau neben mir spawnt. Was ich jetzt wundert, warum wir dieses... dieser Special-Effekt gerade nicht bekommen haben. Das sollte eigentlich jetzt passieren. Mit einem halben Herz. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht sterben. Das wäre auf jeden Fall nerven. Dann würde ich noch eine Folge aufnehmen. Weil so eine Folge, die bringt sich natürlich nichts. Die schaut sich dann auch niemand an. Oder ihr denkt euch nur, Findofant ist so schlecht. Wobei, das wisst ihr wahrscheinlich. Auch eine Heilungskarte, die war recht nützlich. Die könnte jetzt dann generell noch helfen. So, das ist noch eine Spinne. Die haben wir auch erwischt. Ich weiß nicht einmal, ob sich das was bringt, dass ich jetzt noch die ganzen Seiten anschaue. Dort hat mich die Fledermaus jetzt richtig erschreckt. Die war auf einmal so extrem schnell. Aber wir müssen auf jeden Fall zum Boss. Oder nein, dem Itemraum waren wir noch nicht. Vielleicht sind wir auch deswegen so schwach. Wir haben jetzt extrem viele Herzen verloren. Das war auf jeden Fall ziemlich doof. Aber komm, dich will ich auch noch bekommen. Komm, stirb. Danke, perfekt. Und ab in den nächsten Raum. Das ist nichts. Auch nicht schlecht. Sticky Babies. Das ist gut. Da werden die Gegner langsamer und das ist besonders gut, wenn man eh schon recht wenig Speed hat. Das ist was recht nützlich. Ich will aber noch ganz kurz nachschauen, haben wir zufällig irgendwie Speed bekommen? Anscheinend schon. Weil wir sind relativ flott unterwegs für Eve, meiner Meinung nach. Mega fett. In so einem kleinen Raum, ich weiß ja nicht. Hab noch nie gegen den gekämpft übrigens. Und wir sind tot, weil er uns extrem einsperrt. Also, der Run. Und dort ist mir anscheinend die Aufnahme abgebrochen. Ist aber, glaube ich, nicht allzu schlimm. Ich wollte nur sagen, dass das Ende ziemlich korrupt war. Also, ich verstehe nicht. Dieser kleine Raum und der Gegner, gegen den ich noch nie gekämpft habe. Aber trotzdem ist er
Run nicht schlecht gewesen. Wir haben wenigstens, ich glaube, Lazarus freigeschalten. Also immerhin etwas. Und ja, zum Schluss einfach noch kurz danke fürs Zuschauen und ja. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Dort gibt es dann Wall-E oder am Freitag kommt dann wieder Trash Games oder Flash Games. Genau. Euer Finofan verabschiedet sich hiermit mit einem kräftigen Töre.